Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu RCCT Stöpsel. Heute hier wieder in Hanmünden. Oh, ja, man sieht noch nichts. Ja, ich drehe mal kurz die Kamera mit euch. Hier ist noch der Hallenumbau. Noch nicht fertig. Am Wochenende geht es weiter. Also morgen früh um 11 geht es weiter mit den Schleifarbeiten. Und ja, heute aber halt kein 1 zu 10. Sondern wir gehen jetzt hier mal rein und sehen wir hier Mini-Z. Hier haben wir unsere Mini-Z-Strecke versteckt. Und ja, ich würde gleich mal sagen, dass wir, also Funke noch genommen, loslegen. Und ich werde diesmal auf jeden Fall anders filmen. Und hoffe, das klappt alles. Hab's noch nicht ausprobiert und ja, würde sagen, wir legen los. Also ich mache einen kurzen Cut, damit, ach die Sonne, damit ich die Kamera einstellen kann und bis gleich. So, es geht weiter. Die Kamera ist hingestellt, Funke jetzt auch wieder in der Hand und würde sagen. Also mal hier vorne hin und stell noch mal die Timer ein und würde sagen, es geht los. So, das ist jetzt hier die Startklasse. Da gibt es noch die Gruppe C, die Großstadt ist das. Das ist im Prinzip. Also das ist auch das gleiche. Aus B heißt Gruppe C. Und der Motto ist dann der Großstadt. Dann gibt es die Fiat Einbahnklasse, die ich noch kenne. Und die Modified-Klasse. Hier bisher nur gefahren auf der Strecke heute. Und überhaupt, weil ich sehe auch hier. Liegt noch nicht so lange, ist bisher hier in dieser Stoppklasse schnellste Bestzeit über heute gefahren, 6,6 in der GPC-Klasse, die ist momentan noch etwas langsamer hier auf der Strecke, das sind jetzt 6,7 gefahren, aber das ist heute gleich auch. Ich würde sagen, ich erzähle noch mal ein bisschen was. Ja, jetzt nicht hier auf Mini-Zelt, sondern in den nächsten Videos sozusagen. Morgen früh geht es nach Adana zum Theo Eslau, Mitte und West. Ja, sehr gute Fahrer vertreten, sogar aus ganz Deutschland. Im Modified haben wir den Marc Reinhardt, den Ronald Völker. Wir haben sogar aus dem Ausland den Bruno Coelho und den Alexander Hartberg da am Start in der Modified-Klasse. In der Stock-Klasse haben wir einen Max Mechler zum Beispiel, Formel haben wir zum Beispiel, einen David Erber. Um 17,5 ist der Joachim Heisenhoff, der Alexander Müller sind am Start. In der Fronti-Klasse sind zum Beispiel ist der Marvin Riegelbau im Start, der auch bei der FS vorne mitgefahren ist in Fronti. Ja, also das Fahrradfeld ist schon echt gut betreten. 118 Leute sind wir. Ja, trotz Corona doch so ein großes Rennen. Das ETS findet auch in Andernach statt mit maximal 200 Startern. Ja, mal schauen, wie das alles von den Auflagen dort ist. Werde auf jeden Fall viel filmen, habe ich mir vorgenommen, denn ich habe auch viel Zeit. Obwohl ich in der Klasse Formel 1 und in der Klasse Großstadt an den Start gehe. Bei mir ist hauptsächlich der Hauslauf, das Training für CPS. Werde natürlich dann auch die schweren Karos fahren.
Die werden auch schon die neuen V8-Reifen fahren. Darüber werde ich euch auch viel berichten und natürlich auch Videos machen und so weiter. Nächste Woche gibt es kein VRC. Es wird Andernach geben, es wird Göttingen geben, es wird Burgdorf ist dabei, Rennkostlau. Vielleicht mache ich nochmal ein Mini-Z-Video, mal schauen. Und die Woche ist echt voll mit richtig fahren und wie auch immer. Also seid wieder dabei, gerade wegen dem Volante, falls euch das interessiert. Drückt einfach auf Abonnieren und dann kriegt ihr auf jeden Fall Bescheid, aktiviert die Glocke, dann wird ihr das wirklich nicht verpasst. Wir haben jetzt auch noch, ich glaube, 8 Teile oder 11 oder 8 oder 7 Teile müssen das noch sein von VRC. Vom Schattentest. Bisher wurde diese, das neue auf jeden Fall mehr angenommen als das andere. Aber die Vollversion wurde besser angenommen. Was mich natürlich auch sehr freut, weil ich das natürlich auch in der Mordorf aufgenommen habe. Minuten vom Fahren sind jetzt auch um und bin hier die Karosserie gefahren würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal hier wieder bei RCCT Stöpsel, morgen natürlich dann halt wieder wahrscheinlich, wenn ich es schaffe, schon in Andernach das Video, ein Video hochzuladen, weil ich halt nicht weiß, wie das Internet im Hotel ist. Zur Not gibt es natürlich VRC für euch und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.